Moin Leute, ich begrüße euch zu einem Unboxing und zwar wieder zu einem Nintendo 3DS Spiel. Haben mir viele geschrieben, kauft mir mal wieder ein Nintendo 3DS Spiel, aber in letzter Zeit kam irgendwie nichts Besonderes raus, finde ich. Und jetzt habe ich aber trotzdem endlich mal wieder eins, was ich glaube ich lohnt zu spielen. Und zwar Lego City Undercover, The Chase Begins, ja. Ich habe mir dazu die Trailer angesehen. Ich weiß nicht, habt ihr die euch mal angeguckt? Das ist eigentlich so ein Kinderspiel, aber irgendwie sau lustig. Ja, also für die Wii U ist das Spiel ja erschienen. Da heißt es nur Lego City Undercover ohne The Chase Begins. Und ich weiß nicht, wenn ich eine Wii U hätte, das Spiel würde ich mir sofort kaufen. Das sieht einfach sau witzig aus. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze auf dem Nintendo 3DS aussieht. Ja, packen wir das Ding mal aus. Sind hier heute übrigens ganz komische Lichtverhältnisse, ganz trübes Wetter. Ich habe ein bisschen, ja, Licht gemacht. Ich hoffe, man kann alles ganz gut erkennen. Falls nicht, verzeiht mir das. So, die Folie ab. Das geht hier bei den 3DS-Spielen immer ganz gut. Ja, und so sieht's aus. Das Cover halte ich mal so hin, dann kommt mehr Licht dran. Lego City Undercover von der USK ab 6 Jahren freigegeben. Publisher ist, soweit ich weiß, sogar Nintendo. Steht jedenfalls kein anderer drauf. Und ja, natürlich für den Nintendo 3DS ist ein Exklusivtitel. Gibt es nicht für die PlayStation Vita, soweit ich weiß. Und hier vorne haben wir, ich würde es einfach mal behaupten, vielleicht sogar die Hauptprotagonisten. Ja, werde ich dann im Spiel erfahren. So sieht es von der Seite aus. Jo, und so von hinten. Da steht, zeige dein Können als Neuling bei der Polizei, hilft Chase McCain auf seinem Weg vom Anfänger zur Legende, ermittle verdeckte Kriminelle, was? Ermittle verdeckt in kriminellen Banden und ziehe sie aus dem Verkehr. Ah, das könnte geil werden. Und erkunde Lego City, ja. Ich hoffe, die Welt ist genauso offen wie in dem ganz normalen Lego City für den für die Wii U. So, aufmachen. Da haben wir erstmal den Nintendo VIP-Code, kennen wir ja. Und was ist denn da noch so dabei? Bei Nintendo ist immer ganz viel Zettelkram dabei, den kein Mensch braucht. Zum Beispiel das hier. Ja, Werbung. So richtig wichtige Hinweise zu Altersbeschränkungen, Software-Gewährleistung und Kontaktinformationen. Die Informationen immer gut aufbewahren, ja. Wisst ihr Bescheid. So, und hier ein Booklet, ja. Ey, ohne Witz, anstatt den Scheiß zu drucken, könnten die doch mal hier was Gescheites drucken. Ja, eine Nintendo 3DS-Software-Schnellanleitung. Ja, was ist das für eine Schnellanleitung, wo nur Werbung drin ist? Ihr seid Helden, seid ihr. Mann, Mann, Mann. Ja, eine kleine Schnellanleitung. Steuerung vom Fahrzeug und vom Charakter. Ah, man kann auch fahren, das ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Verkleidungen wechseln. Und Kampf. Oh, ich bin gespannt. Leute, ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Werbung hätte da auch weglassen können. Ganz im Ernst. So sieht das Spiel von, ja, eben da ganz normal aus. Ich hole es nicht raus. Langweilig gestaltet. Warum haben die hier den Hintergrund nicht gemacht? Schade. Aber nicht schlimm. Ich freue mich tierisch auf das Spiel. Wird bestimmt sehr, sehr cool. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches 3DS-Spiel ihr euch als nächstes kauft und wie ihr das Spiel findet. Vielleicht habt ihr es ja auf der Wii und findet es mega geil. Schreibt es mir in die Kommentare. Macht's gut, bis denn. Haut rein.